Und wieder einmal heißt es Pfeile ab. Wie in der vergangenen Woche bei den Berlin Open fliegen auch heute die Pfeile der Landesmeisterschaft im Bogenschießen für Behinderte. Ja, und die Teilnehmer aus Berlin und Brandenburg stehen den Schützen der großen Berlin Open in nichts nach. Nein, sie treffen die Scheiben sogar blind und im Sitzen. Zum ersten Mal richtet die BB Berlin eine Landesmeisterschaft für Behinderte aus und freut sich über den großen Zuspruch. Ja, doch so eine Organisation bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Und da ist es gut, dass bei dem Berliner Bogensportverein in der Organisation echte Profis am Werk sind. Wir haben auch zwei Blinde, die mitschießen. Die müssen natürlich intensiv betreut werden. Die können ihre Pfeile dann auch nicht alleine holen. Ja, also da ist es doch ein Unterschied, als wenn normale, gesunde Leute dort schießen. Ganz wichtig für die BB Berlin ist aber auch der soziale Aspekt. Der Verein will alle mit ins Boot holen, engagiert sich mit Leidenschaft für Integration und gibt den Schützen erstmals die Möglichkeit, sich untereinander zu messen und ihre Leidenschaft, dem Bogenschießen, nachzugehen. Ja, seitdem wir die neue Bogensportanlage haben, haben wir also die Möglichkeit, statt 12 Scheiben über 30 Scheiben aufzurichten, unsere Trainingsstätte, und konnten und haben, war für uns sofort klar, dass wir da mit den Behinderten sowie auch den Flüchtlingen Bogensport anbieten. Und der Zuspruch der Veranstaltung, da ist man sich sicher, wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Doch die Athleten, die zum Teil ihren ersten Wettkampf auf Profiniveau austragen, freuen sich über die Möglichkeit, hier Talent zu zeigen. Der Weg zu den Paralympics ist zwar noch lang und noch mit einigen Trainingsstunden verbunden, doch die Schützen blühen hier im Wettkampf richtig auf und motivieren sich gegenseitig zu tollen Leistungen. Ich finde es echt super, gerade weil es sehr beeindruckend ist, wie andere Leute mit anderen Behinderungen, die deutlich mehr Einfluss auf den Bogensport nehmen, es trotzdem hinbekommen und auch, dass es gefördert wird, finde ich echt klasse. Mit dem Schützenfeld ist auch er hier. Thomas Höhnerbach bestreitet heute seinen ersten Wettkampf und freut sich darüber, Turniererfahrung sammeln zu können. Schließlich ist der Rollstuhlfahrer einer der drei Schützen, die erstmalig für den BB Berlin bei der Deutschen Meisterschaft im kommenden März antreten werden. Und dass dies hier sein erster Wettkampf ist, das merkt man dem coolen Schützen gar nicht an. Wie selbstverständlich trifft er die 18 Meter entfernte Scheibe. Ja, grundsätzlich ist es eine Erfahrung, weil es das erste Mal ist. Und gleich ein Wettkampf mit anderen Leuten, das ist schon erfahrungsbedürftig. Also Abläufe kennenzulernen und zu wissen, wie der Hase quasi läuft im Bogensport, weil ich ja noch ein Neuling bin. Geschossen wird hier im Alle-gegen-alle-Prinzip. Jeder Schütze schießt 2x30 Pfeile Richtung Gold und final werden alle erzielten Punkte miteinander addiert. Am Ende darf natürlich eines nicht fehlen, na klar, die Siegerehrung. Die besten Schützen der jeweiligen Klassen dürfen sich hier feiern lassen und die Glückwünsche entgegennehmen. Ja, und das waren sie, die letzten Pfeile des Jahres. Doch keine Sorge, im kommenden Jahr werden die Bogen wieder gespannt. Und zu sehen gibt es das natürlich dann wieder bei uns hier auf hauptstadtsport.tv.